ausgezeichnete Runde. Wir sind sehr zufrieden. Wir sind alle bereit für das morgige Rennen, aber bevor es losgeht... Wir haben...
greift aus dem letzten Loch. Wir sollten versuchen, ihn nur minimal einzusetzen. Gute Arbeit. Du hast dich wirklich gut geschlagen. Brillant gefahren. Schauen wir uns an, welche Auswirkungen dieses Ergebnis auf die Fahrerwertung hat. Und reden wir über die... Danach müssen wir uns vielleicht eine neue Rennstrategie überlegen. Ich habe einige Optionen für dich. Das sah übel aus. Geht's dir gut? Bist du okay?
Strategie in Erwägung. Möchtest du die Strategie ändern oder mit Plan A weitermachen? Sauber überholst, damit wir uns keine Strafe einfangen, okay?
unglaublich, ich kann's nicht glauben. Wir haben's geschafft. Ich habe das in dieser Saison teilweise für unmöglich gehalten, aber wow, du hast es einfach möglich gemacht und den Weltmeistertitel geholt. Und jetzt können die Feierlichkeiten beginnen. Selten waren sie so verdient. Manchmal mag es einfach ausgesehen haben, aber alle Rennfahrerinnen und Rennfahrer werden Ihnen versichern, dass es alles andere als ein Spaziergang ist, sich monatelang auf höchstem Niveau zu messen. Jetzt haben wir eine neue Formel-1-Weltmeisterin. Das war ein spektakulärer Sieg! Sehen wir uns nun die Fahrerrangliste an. Gleichzeitig bedeutet das, dass die Führende nicht mehr eingeholt werden kann. Wir haben also eine neue Weltmeisterin. Also Stefan, wer ist für dich Fahrer des Tages? Für mich ist das heute die einzig wahre. Sie hat einfach nicht aufgegeben und wirklich eine fantastische Leistung abgeliefert.